Guten Morgen, meine Freunde, und willkommen zu einem weiteren Tag hier aus Los Angeles. Wir haben jetzt schon irgendwie mittlerweile 12 Uhr durch. Ich habe heute mal komplett ausgeschlafen und einfach mal gar nicht auf die Uhr geachtet. Und ja, jetzt werde ich mich erstmal fertig machen und dann werden wir gleich in Ruhe erstmal Frühstück fahren. Denn heute steht was ganz Tolles an. Denn wir werden wohin fahren? Zur Venice Beach. Eingeparkt. Das ist unglaublich. Jetzt kommt man hier raus und dann sind wir eingeparkt. Guckt euch das mal an. Wir stehen hier. Das wird direkt hier vom Parkservice der Wagen weggeräumt, ne? Hier kommst du auch raus, ne? Das reicht. Jetzt kommt die Rückwärts-Auspackkunst einer Frau. Voila! So, wir sind gerade auf dem Weg zu IHOP, das ist hier. Müssen wir den Fronteingang benutzen, dass hier so ein... Das Ding nennt sich House of Pancakes. Und jetzt sehe ich hier gerade, dass hier die Polizei steht, ja? So, haben die was eingeschmissen? Nein, es blinkt rot. Die dürfen einiges abschleppen. Geht doch gar nicht, oder? Die glauben auch, die dürfen alles. Das ist gelogen. Dürfen sie natürlich nicht, oder? So, ihr könnt uns für bekloppt halten noch nicht. Wir haben jetzt hier 1:30 mittags und jetzt frühstücken wir erstmal. Ich habe jetzt hier schönes amerikanisches Frühstück. Das heißt aus dem Hash Browns. Darüber haben wir ja letztes Mal geredet, ne? Ja. Diese Art Reibeplätze des Hash Browns. Genau. Spiegelei, Bacon und Bananen-Pancake. Was hast du schönes? Fast dasselbe, ne? Ja, fast dasselbe, nur mit Toast. Okay. Wir werden es jetzt erstmal schmecken lassen. So, meine Freunde, jetzt kommen wir zu einem weiteren Spot, den man vielleicht kennt. Und das ist, ja, mein Zuhause. Zumindest mein Zuhause in GTA Online. Ich zeig's euch schon mal. Dieses Hochhaus, was ihr da seht. Und dann fahren wir jetzt dran vorbei, weil sogar die Garagen sehen einfach mal exakt aus wie im Spiel. Da seht ihr das Haus. So, und hier ist der Eingang. Das kennt man ja aus dem Spiel. Hier ist der Eingang. Und hier ist die Garageeinfahrt, wo gerade der Mercedes reinfährt. Ja, meine Freunde, kleine Planänderung heute. Meine Mutter, wie ihr vielleicht wisst oder wahrscheinlich ja nicht wisst, ist der größte Marilyn Monroe Fan. So. Und in Santa Monica, wo wir gerade sind, ist ein ganz kleiner Friedhof hier. Ja? Also das ist der Westwood Village Memorial Park. Der ist ganz klein, der liegt genau, das ist ja das Kranke, genau zwischen Banken, ja, Hotels oder Apartments zumindest. Und dahinter direkt dahinter überall, da sieht man es auch, das sind ganz normale Wohnungen. Was meint ihr, wie lange wir gebraucht haben, dieses Ding hier zu finden? So, und da es jetzt schon Nachmittag ist, werden wir es erstmal hier den Tag verbringen. Beziehungsweise, meine Mutter sich das gerade mal gucken. Du kannst gerade gar nicht glauben, ne? Ja. Wo gehen wir jetzt hin, Mom? Zum Marilyn Monroe Wohnhaus, wo sie gestorben und gelebt. Ich finde es voll uninteressant, wenn ich ehrlich bin. Okay, ich finde es voll uninteressant, habe ich gesagt. Weil es abgesperrt ist. Können wir wieder fahren, wenn du möchtest. Wow. Jetzt bin ich hingefahren wegen einem Tor. Einfach die Kamera rüberschmeißen. Oder nicht? Ich halte die Kamera drüber. Klar. Was denn? Sollen sie machen, sollen sie rauskommen. Aber die Leute, die doch hier wohnen, ne? Die müssen einen am Brett kriegen. Es sind so viele Leute, die einfach hingehen und die Kamera so drüber halten. Ist die Frau Mama jetzt glücklich? Mhm. Jetzt mache ich nur noch die Fußabdrücke an Chinese Theater. Chinese Theater.
Ja, meine Freunde, wir sind jetzt hier wieder in der Nähe von der 3rd Street Promenade, um genau zu sein, auf der 4th Street, also eine Querstraße davor. Ich suche jetzt hier gerade den Vans-Laden auf und das Ganze ohne Navi oder so, weil gerade irgendwie Telekom nicht funktioniert, der Service ist gerade nicht verfügbar. Das heißt, gerade schön an der Karte geguckt und alles schön manuell mal gemacht, wie zu guten alten Zeiten. Ich selber trage keine Vans, ja, aber ich wollte welche von meiner Freundin mitbringen. Und man muss echt sagen, die Vans sind in Amerika um einiges billiger als zum Beispiel in Deutschland. Also wenn man mal Glück hat, dann kann man die Dinger auch gut und gerne für 20 bis 30 Dollar hier kriegen. Und das ist ja schon um einiges billiger als dann zu Hause. Und da werden wir jetzt einfach mal gucken, ob ich da irgendwie was finde, was dem Ganzen entspricht, was ich auch suche. Ja Leute, ich wurde jetzt auch fündig, auch sogar für mich. Ich habe jetzt hier zwei T-Shirts gekauft und noch die Vans für meine Freundin. Und ja, mal sehen, was ich sonst noch so finde. Wir sind ja hier noch, haben noch so einen ziemlich großen Abschnitt hier vor uns. Also noch ziemlich lang die Straße. Wie ihr seht, ja, da geht es noch weiter hoch. Und da werden wir jetzt noch hingehen. Wobei, ich glaube, ich werde jetzt erstmal mir irgendwie was zu trinken holen. Weil ich verdammt Durst habe. Ich glaube, meine Mutter auch. Wo ist die eigentlich? Da. Geh bei Starbucks rein, ja? Da hol ich mir einen Refresher oder sowas. Werden wir sehen. So, wir lassen erstmal hier schön die Seele baumeln. Du hast einen schönen Cappuccino, ne? Ja, der ist lecker. Der ist lecker? Ja. Und ich habe ganz traditionell einen Chocolate Mocha Frappuccino. Und du? Was denn? Der Typ da drüben. Ja, so weit kann ich gar nicht filmen. Wer ist da hinten? Da hinten ist irgendein Psycho mit einem Schild in der Hand. Und verloren. Ja, hier laufen schon komische Gestalten rum. Also, so viele kranke Leute haben wir nie auf einen Fleck gesehen, oder? Ich glaube, in den ganzen 21 Jahren Deutschland habe ich weniger Bekloppte gesehen als jetzt in. Wie viele Tage sind wir jetzt hier? Jetzt heute ist der 10. Tag. 10 Tage Amerika, das ist wirklich unglaublich. Ja, wir waren jetzt hier noch kurz eine Kleinigkeit essen, hier bei Carl's Junior. Jetzt gleich geht es mal direkt weiter. Wir haben noch eine ordentliche Strecke vor uns. Wir sind noch in Santa Monica, aber müssen noch bis nach Hollywood fahren. Und erst noch lang fährt man circa eine halbe Stunde oder so, ne? Fahren bestimmt noch halb. Bitte? Leider, ja. Halbe Stunde und dann kommt das Beste. Wir nehmen gleich noch das Let's Eat auf. Also die ganzen ekligen, absolut süßen Süßigkeiten, möchte ich sagen. Meine Mutter hat schon Feuer und Flamme darauf, wa? So, Freunde, guck mal. Ein weiteres Gebäude, was man vielleicht auch noch aus dem Spiel kennt. Nämlich. Hier. Das ist das Gebäude, was es hier in den Poem ist, was im Spiel der Hauptsitz von Life Invader ist, wo man Michael das iPhone oder so hackt, wie heißt es? iFruit heißt es da, genau, hackt und dann auf der Präsentation im Fernsehen, was passiert. Ich sage jetzt nicht, was passiert, ich möchte ja hier keinen spoilern, der das Spiel noch nicht gespielt hat. Ja, meine Freunde, morgen geht es dann auf jeden Fall zum Venice Beach. Haben wir ja heute nicht mehr geschafft. Soll uns aber nicht stören, weil wir gehen auf jeden Fall morgen hin. Ich hoffe, der Tag heute hat euch gefallen. Hier und da mal wieder kleine, schöne Eindrücke von Los Angeles. Ich meine, heute ging es ja eher ein bisschen darum, was meine Mutter so zu sehen bekam. Ich meine, das war für sie schon lange ein Traum. Der ging heute in Erfüllung und das finde ich auch total toll. Freue ich mich richtig für sie. Und wir sehen uns dann morgen in alter Frische wieder. Ja, ich melde mich jetzt doch auch mal zurück. Es ist zwar schon ein bisschen später, aber wir haben gerade das Let's Eat aufgenommen und mir ist auf einmal richtig schlecht geworden. Brauchte ich erstmal frische Luft. Das war echt krank. Das Video seht ihr auf jeden Fall die nächsten Tage, morgen, übermorgen oder so. Also unabhängig vom LA Vlog. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen und ich werde jetzt noch ein bisschen frische Luft hier schnappen und dann werde ich auch wieder hochgehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen guten Tag, wann auch immer ihr das Video seht. Ich bin raus, euer Palmas.